Problem bei jedem Linux ist halt leider die Idee, die dahinter liegt, oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man das Ganze sieht. Nicht die PowerShell, wie jetzt bei mir hier auf dem Schirm, darum geht es nicht, sondern es geht uns mal so ein klein wenig um einen Vergleich anzustellen, um die Verzeichnisstrukturen eines Linux-Systems sich mal anzuschauen. Wir haben natürlich, ähnlich wie bei Microsoft Windows, für jeden User die Standard-Dateiumgebung oder Ordnerstrukturumgebung. Wir haben einmal unsere Bilder, Dokumente, öffentliche Bereiche, Music, Downloads. Hier liegt das Desktop, hier die Videos und dort, wenn wir dann hätten, Vorlagen. Das ist aber nur das, was der User sieht, denn selbstverständlich ist es so, dass in einem Linux-Betriebssystem sich doch eine Menge mehr Ordner befinden, die auch teilweise wichtig sind, um gewisse Strukturen abzubilden und oder Programme zu organisieren. Dafür bin ich jetzt hier mal in meine Konsole gegangen. Diese Konsole habe ich mir über das Desktop aufbereitet. Als normaler User habe ich natürlich nur bestimmte Rechte und diese Rechte sind beschränkt in dem Rahmen natürlich nur für meine Verzeichnisstrukturen. Sieht man vorne, ich bin hier angemeldet als Kaleidoskop auf meinem Linux Proxy und bin jetzt hier durch den Befehl Print Working Directory, kann ich mir das mal anschauen, in meinem Home-Verzeichnis des Users Kaleidoskop. Einfach zu merken, im Vergleich, wie es ähnlich bei Windows aussehen würde, wir befinden uns in diesen Verzeichnisstrukturen, können wir uns ja mal anschauen. Und wir benutzen dazu, weil es einfacher ist, weil wir das vielleicht auch alle schon mal gesehen und gehört haben, nochmal das Directory. Das Bier ist nicht korrekt. Es ist eine Verknüpfung zwischen dem Unix-Befehl und dem entsprechenden Befehl, der vielleicht bekannt ist wie Directory. Der Unix-Befehl lautet ls für list. Er ist um ein Vielfaches mächtiger als nur der Befehl Directory. Wenn ich mich jetzt mal anmelde als Superuser und diesen Superuser mal verwende, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass dieser Superuser erhöhte Rechte hat, ähnlich wie der Administrator unter Windows. Und das bedeutet, nicht alles, was ich hier tue, oder andersrum gesagt, was ich hier tue, darüber sollte ich mir im Klaren sein, hat Auswirkungen auf das gesamte System. Diese Änderungen, die ich jetzt hier durchführen könnte, als Superuser, haben weitreichende Konsequenzen. Ich melde mich mal als Superuser an, quasi als Root-User. Es gibt nur einen User, Root, der hier diese Rechte besitzt. Und hätte ich das Passwort jetzt richtig eingegeben, würde das auch funktionieren. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber jetzt ist das der Fall. Man sieht, es ändert sich sofort in dieser Umgebung, in der wir uns befinden, in dieser Command-Line, die entsprechende Farbe, dieser Anzeigetext, der dort steht, dieser Command-Prompt, wird generiert, wie früher unter DOS, über die hier zur Verfügung stehende Kommandozeile.
Und wir haben, wenn wir mal die Verzeichnisstrukturen wechseln über Change Directory und uns mal ganz oben auf der Root, also auf der obersten Verzeichnisebene uns angucken, was wir hier so haben, dann scheint das noch relativ überschaubar zu sein. Aber ähnlich wie unter Microsoft Windows ist das Verzeichnis Windows ja auch nochmal sehr viel weiter strukturiert im System, System 32 und möglicherweise noch weiteren Ordnern. Und so sieht es hier auch aus und ich nehme dafür mal mein Beispiel heran, was stark für die Konfiguration gilt und das ist das Verzeichnis etc. oder besser EDC. Um dieses EDC-Verzeichnis einfach mal zu betrachten, mache ich mal jetzt hier eine kurze Liste davon und man sieht schon, oh Gott, das möchte ich gar nicht gesehen haben, das verstehe ich doch alles nicht, damit will ich auch gar nichts zu tun haben. Im Normalfall ist das auch so. Im Normalfall hat der normale Anwender damit nichts zu tun und wenn Sie Linux installiert haben, auf einem Notebook, was vielleicht ein bisschen älter ist oder sogar ein Ubuntu oder ähnliches Dinge mehr, dann haben Sie damit gar nichts zu tun. Dann hat man die Oberfläche, mit dieser Oberfläche kann man arbeiten, das funktioniert auch alles. Dagegen spricht auch gar nichts. Hier haben wir jetzt nun weitere Unterverzeichnisse. Diese weiteren Unterverzeichnisse sind so ein bisschen farblich sortiert, haben so eine hell-lila, hellblaue Farbe. Und viele, viele grüne Dateien, die so ähnlich oder absolut gleich auch in einem Windows-Existenz sind, dort wahrscheinlich dann sehr weit versteckt. Dafür nehme ich mal ein Beispiel, und zwar die Datei Hosts. Und wie unter DOS Windows haben wir hier auch den Befehl More. Und wir können uns mal diese Datei anschauen. Die gibt es in gleicher Form, Art und Weise tatsächlich auch unter Microsoft Windows. Die befindet sich dort in einem sehr weit verzweigten Verzeichnis. Der normale User muss auch bei Windows da nicht heran. Hier ist das bei mir durch die Oberfläche generiert worden. Keine Angst vor dieser Umgebung, in die wir uns so ein bisschen reintasten. Diese Umgebung ist wirklich nicht problematisch, sie ist nur gewöhnungsbedürftig. Braucht man sie? Das muss jeder selber entscheiden. Es gibt Linux-Distributionen, da muss man doch sehr viel auf der Command-Line machen. Die ich jetzt hier benutze, das ist hier OpenSUSE Lib Version 15.2. Da kommt man doch sehr gut klar mit der Oberfläche, die mit ausgeliefert wird. Wir wollen uns ja hier nur mal so ein kleines bisschen reintasten. Gibt es einen Editor? Ja, es gibt immer einen Editor an Bord, aber den gibt es überall auf jedem entsprechenden Unix-basierenden System. Den würde ich Ihnen aber nicht empfehlen, um Gottes Willen, gar nicht. Sondern ich stehe eher auf Editoren wie beispielsweise Nano. Nano ist ein weit verbreiteter Editor. In meinem Alter weiß man noch zu schätzen, dass es einen WordStar-basierenden Editor gab. Der hier ist so ähnlich. Ist ein kompletter Editor, so wie wir das unter Windows auch kennen würden. Und unten haben wir da so eine kleine Hilfezeile. Oder wir bewegen uns einfach mal so wie früher. Wenn das alle gemacht haben, alle heißt alle, die so ungefähr in meinem Alter sind. Da gab es ein tolles Produkt, damals noch auf DOS-Ebene, später auch auf Windows-Ebene. Es nannte sich Norton Commander. Und hier gibt es etwas Ähnliches. Das nennt sich Midnight Commander. Und ich kenne kaum jemanden unter Unix, Linux, der nicht diesen Midnight Commander schon mal gesehen hat
oder ihn auch schon mal verwendet hat. Den kann ich Ihnen tatsächlich empfehlen, weil man sich hier doch sehr schön durch die Verzeichnisstruktur mal so durchsprinten kann und einfach mal schauen, was befindet sich denn hier so im EDC. Oh Gott, das sind ja so hunderte von Unterverzeichnissen, das will ich alles gar nicht sehen. Was befindet sich denn beispielsweise in meiner Variablenstruktur? Ach, nochmal Unterverzeichnisse, die will ich eigentlich auch gar nicht sehen. Und ganz wichtig, er ist auch mausbedienbar. Ich beende den mal hier über F10 oder Klick auf F10, um mal den ersten Einstieg in die Verzeichnisstrukturen zu erhalten.